Ich brauche was auf meiner Seite. Oh, ja, wenn man zu dicht dran ist, dann... Okay, ich schaue mir das Fass an. Beste Gelegenheit, jetzt sind sie gerade ein bisschen abgelenkt. Ist es hier runtergerollt? Weiß ich nicht. Das heißt, wir müssen nach oben? Das ist gut. Nach oben ist gut, nach oben ist gut. Es juckt mir so in den Fingern. Aber nee, wenn mit den zwei Donnerbalken da im Hintergrund. Nee. So, was, wovon gehen wir denn jetzt aus? Ist es runtergerutscht? Da! Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Da ist er. Kendert, er lebt. Okay, wir müssen nach oben. Alles klar. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Guckt er sich jetzt die Trampler an von oben oder was? Da ist er ja. Wie hat er den Wagen hier nach oben gekriegt? Kendert. Bin froh, dich zu sehen, Fremde. Ist dir kalt? Bist du Kendert? Ich bin eine Freundin von Gera. Prost auf euch. Ich bin ein Ehemann von Gera. Sie hörte, du wirst vermisst und ließ mich suchen. Was ist passiert? Ich war auf dem Weg zu ihr. Ein Sandsturm zog auf, ich suchte Schutz. Leider vergeblich. Hier bin ich, rot wie ein Kaja-Priester. Eine Tramplerherde hat meine Sachen verstreut. Du kannst nicht viel tun, damit ich nicht wie ein Idiot dastehe. Kannst du meinen Plünderersaft holen? Das ist das Zeug, das die Tramplerherde da unten bei sich hat? Ich bin nicht stolz, ich bin nur ein Brauer. Und vielleicht bedeuten 5 Flaschen Gera mehr als ich. Was? Das glaube ich nicht. Immerhin hat sie uns ja gebeten, nach ihm zu suchen. Jetzt sollen wir die... Was? Und die haben immer noch Agro. Guck sie dir an. Also zumindest sind sie noch misstrauisch. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Na, das wird ja jetzt lustig, ne? Ihr freut euch bestimmt auch schon. Okay. Ja, ich sehe da keinen... Wir können es friedlich versuchen. Ich muss es erstmal friedlich versuchen, in der Hoffnung. Oh, das ist mittendrin. Mittendrin. Erstmal werde ich versuchen, mal eben hier zu speichern am Feuer. Ich würde mir so gern einen von denen schnappen. Ist das so falsch? Ich meine, immerhin. Ich glaube, wenn ich die aufmerksam mache, dann wird es echt schwierig. Ja! Ja, du bist mein! Ja! Ja, du bist ein Feind. Ich hoffe, du bist stark genug. Oh Gott, tu es nicht. Die tun dir weh. Okay, ich sehe schon, das ist grün. Okay. Nein! Okay. Und der, boah, der hat mal eben die Hälfte abgezogen. Oh nein, die anderen. Okay, ich muss ihm helfen. Egal was, ich muss ihm helfen. Das war keine Warnung. Okay, die brennen gut. Heiligsbächte. Die brennen sehr gut. Sehe ich das richtig? Die explodieren ganz doll. Das ist meiner! Ist das meiner? Nee, du bist nicht meiner. Ich hab mich vertan, du bist nicht meiner. Ist meiner schon... Nein, ist meiner kaputt? Da liegst du gut. Okay, die nehmen aber relativ schnell Schaden. Also es tut mir echt leid um die Tramplerherde, aber ich... wobei mir eben halt die Donnerbalken mehr Sorge machen. Das ist meiner, ne? Der da in der Mitte. Ja, und der ist hinüber. Okay. Errungenschaft. Was?
alle Beschaffungsmaschinen. Guter Treffer. Sehr guter Treffer. Und das waren nochmal, wie viele Bauteile? Ich weiß es nicht. Oh Baby, pass auf dich auf. Okay. Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch den hier weghauen. Oh, der ist... Er hat noch nicht viel Schaden genommen. Oh, nicht zu den Donnerbalken. No, 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 no. Schießen wir dem mal die Kolben weg. Und das war's. Nein! Nein! Er war doch noch so jung. Oh nein, er ist kaputt. Oh, das tut mir echt leid. Okay. So, und das hätte ich, glaube ich, man hätte es vielleicht machen können. Aber das war mir jetzt zu risky. Jetzt darf ich natürlich nur nicht zu dicht drankommen. Zünder. Da können wir uns gleich wieder die Pfeile... Und ich muss mich beeilen, die Grauhabichte, die werden, glaube ich, gleich kommen. Ich höre sie nämlich schon. Die Zünder ist voll. Zünder ist voll. Die wittern nämlich ziemlich schnell ihre Beute. Okay. Da ist nochmal Saft. Wo, hat er, wo haben die das denn ganz hin verstreut, sag mal? Ich hoffe, ich muss da nicht rüber zu denen. Das hält sich. Die sehen so riesig aus, die Biester. Und ich meine, das sind sie auch. Die sehen nicht so, nur so aus, die sind auch riesig. Oh, Draht. Draht ist immer gut. Das war ein Bauteil. Das stecken wir mal eben in die Tasche, das Bauteil. Uiuiuiui. Oh, mit dem will ich mich auch noch. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Was ist das? Eine Spule? Moment, einmal kurz. Nee, es ist Zünder. Alles klar. Okay. Da ist noch eine. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich hoffe nicht, dass wir darüber müssen. So, wir haben's. Okay. Ich glaube, das ist es nicht wert, mit der Gesundheit zu holen, ne? Die verliere ich wahrscheinlich eher wieder. Oh, da ist noch eine. Wir haben noch eine. Gibt's auch extra oder kann ich die behalten, die Flasche? So, nochmal abspeichern. Nur weil ich froh bin, dass wir es geschafft haben. Ja, es tut mir leid. Ich finde die auch so süß. Ich finde die, eigentlich mag ich die Trampler unwahrscheinlich gerne. Ich finde eigentlich alle Maschinenwesen hier toll. Aber wenn die uns angreifen, dann beiß ich zurück. Also, das geht nicht anders. Ist natürlich schade um den Trampler. Den hätte ich natürlich am Leben gelassen. Den wir da auf unsere Seite gebracht haben. So, da ist dein Saft. Jägerin. Danke. Das ist bestes Osseram-Gebräu. Hält dich warm in einem Schneesturm, spült den Dreck aus seinem Zahnrad. Mensch, wie praktisch. Kendert, warum gingst du so unvorbereitet los? Der eiserne Kern der Sache ist, ich tat es aus Liebe. Gera wollte das Anrecht verlassen und ich beriet mich mit den Präfekten. Ich wiederhole ihre Worte nicht, sie würden dir missfallen. Jetzt bin ich neugierig. Nein, ich habe mich schon tiefer hineingeritten als in Donnerkieferdung. Die machen Häufchen? Es war mein Fehler, nicht mit ihr zu gehen. Ich hatte Zeit, das zu erkennen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Sie holt neue Vorräte am Tagturm. BD40, genau. Viel Glück. Okay, jetzt kommt er klar, ja? Kehre zu Gera zurück. Also, du kommst klar. Kennard macht keinen Blödsinn, ne? Ich meine, du bist umgeben von Tramplern, von Grauhabichten, von Donnerbalken und keine Ahnung was. Also, der Weg nach... Der Weg ist weit. Okay, das heißt, wir könnten jetzt wieder zurück. Ei, beste Gelegenheit, wo die Viecher, wenigstens die Trampler weg sind, ne? Oh Gott, ich, was tue ich? Das sind Behemoths, ne? Also Behemoths. Behemoths.
Und da ist eine Siedlung. Ich glaube, das sollte ich mir holen, wenn ich schon mal hier bin. Oh, da kann man hoch. Nice. Ja. Also die Metallblume muss ich theoretisch holen, weil das wäre doof, weil die Trampler jetzt eh gerade alle zerstört sind. Die sind bis dahin uns alle wieder gespawnt. Ein Fernglas wäre was Schönes. Also mit dem will ich mich... Also ein Donnerkiefer ist eine Sache, aber wenn ich jetzt zwei am Hintern kleben habe, das ist übelst. Und hier gibt es so wenig Tarngras. Das ärgert mich so ein bisschen. Konnten wir eigentlich schon Donnerkiefer überbrücken? Oder würde man das dann Größenbahn nennen? Das ist. Oh, Lanzenhörner brauchten wir auch noch, aber dann müsste ich ja die Dings umgreifen. Das wäre ja wirklich der. Das ist die Blume. Das ist ein Lanzenhorn. Halt! Da! Nein! Nein! Irgendwie da in der Richtung. Metallblume. Ich kann sie nicht markieren, aber irgendwo da ist sie. Okay. Ja, ich sehe die Blumen auch, glaube ich, schon. Rein-raus-Aktion. Wäre besser mit dem Reittier, ne? Ich sehe sie auch, glaube ich, schon. Also eine Rein-Raus-Aktion hätte ich lieber mit dem Reittier, aber ich, Kann man die reiten lassen? Oh nein, bitte nicht. Sei artig. Bitte. Nur noch ein bisschen. Kann man nicht reiten, ne? Kann man die reiten? Kann man die reiten? Kann man nicht. Shit. Ja! Schnapp ihn dir! Oh Gott! Lauf! Warum sind denn die ganzen Trampler respawnen? Nein! Au! No! Okay. Okay, ich muss mal ganz kurz sammeln. Okay. So, die haben wir. Warum werden die nicht angezeigt auf der Karte? Okay, also Lanzenhörner kann man nicht reiten. Das ist natürlich doof. Aber ich würde mir ganz gerne hier die Siedlung holen. Pass auf, ich schnapp mir so einen Breitkopf. Gedöns. Muss aber nochmal an den... Oh, nice. Marlborough County. Country? Keine Ahnung. Als diese Werbung noch... Was ist das da hinten? Im Dings lief. Was ist das? Als. Oh. Nein, das ist nicht. Kann ich die eine überbrücken? Du siehst mich nicht. Das habe ich auch gerade gedacht. Leg weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Hau ab, los. Kusch. Was war denn das? Was ist denn da gerade lang gestiefelt? Das war was anderes. Was war denn das? No! Ach, das ist doch zu... Trampler melden. Lass das. Hört auf. So, jetzt verliert man wieder die Akku.
Schon wieder. Das ist ein Behemoth. Kann man die reiten? Also die müssen doch, die müsste man doch überbrücken können, oder? Kann man aber, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh, das heißt, falls du noch da bist, eine gute Nacht wünsche ich dir. Schlaf schön, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib geduldig und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Okay, die Grau habe ich, das ziehen wieder ab. Ich würde es ja echt gerne mal versuchen, aber ich glaube, die wirst du nicht reiten können. Ich glaube, die werden wir nicht... Oh Mann. Okay, muss man irgendwas anderes suchen. Oder ich gehe zu Fuß. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Ja, komm. Dann gehen wir zu Fuß. Ich wollte so schön irgendwie irgendwas nehmen, aber das ist mir jetzt gerade zu gefährlich. Dann eben zu Fuß. Da ist ein Lagerfeuer. Können wir dann mal kurz abspeichern. Wir haben jetzt die Metallblume. Das ist ein... Hä? Das ist doch genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Oh Mann. Das sind auch Trampler und Donnerbalken. Und Wächter. Okay. Ich versuche mal hier oben zu bleiben. Da ist das Feuer. Das holen wir uns mal eben. Dass es grün wird. Und es ist grün. Sehr schön. Jetzt ruckelt es, es baut wieder neu auf. Ist das gewolltes schwarzes, ist das gewollter schwarzer Rauch oder? Oh, hallo? Wer bist du? Ich kann ihn nicht ansprechen. War das dein... War das deiner? Okay, was ist das? Das scheint aber friedlich zu sein, oder? Ja, da ist auch eine Quest. Nice. Das müssen Osaram sein. Man kann es diesem Ort ansehen. Okay. Ach, diese Sonne. Freihalde. So sehr, dass man seinen Stahl nicht sieht. Händler entdeckt. Händler ist immer gut. Händler ist sogar sehr, sehr gut. Hi. Verkaufen wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, auch wenn ich vielleicht im Meridian mehr dafür kriege, aber wenn das Inventar so voll ist, dann... Warte mal, Geschäfte mit Händlern heißt auch eintauschen, ne? Das heißt, die darf ich eigentlich gar nicht hergeben, die Sachen, verdammt. Ja, schwierig. Das sind alles Linsen und Herzen und die brauche ich vielleicht noch für irgendetwas, also eigentlich. Ja, komm, hier die 6. Die können wir mal eben... Und dann haben wir einen Platz wieder frei. Und das ist nur Verkauf gegen Metallscherben. Okay, das können wir auf jeden Fall. Alle beide. Und die Herzen behalte ich erstmal. Okay. Modifikationen können wir zum Beispiel gucken, ob wir noch irgendwas hier, vielleicht so eine 12% Schockspule, können wir einmal verkaufen. Ja, die sind nämlich auch voll. 5%, das ist, ja, das ist Eisschutz. Fernangriffsschutz. Wobei grüne Sachen sind da echt ein bisschen... Die Verderbnisspule kann eigentlich schon weg. Wir haben hier 43, 43, 41, 38. Das heißt, wir können eigentlich hier die nochmal verkaufen. 47, 40, 28, naja. Abriss haben wir relativ wenig. Und Abriss ist schon mal gar nicht so schlecht. Davon
nochmal ganz viel von dem Schaden. Fernangriffsschutz. Naja, da ist noch genügend Platz drin. So, kaufen. Was hast du denn Schönes? So irgendwas, was wir noch nicht haben? Nee, haben wir alles. Kisten muss ich auch nochmal öffnen. Kaja, Banuk. Naja, grüne Sachen brauchen wir sowieso nicht mehr zu kaufen. Ja, die Osram-Sachen. Gefallen mir nicht ganz so vom Outfit her. Von daher. Und wir wollen uns ja nochmal aus der Waffenkammer da, aus dem Waffenlager, wollen wir uns ja das Schildweber-Outfit noch holen. Das ist gegen Feuer. Wobei Feuer und Eis, ich bräuchte beides, ne? Das ist gegen Strom. Haben wir auch irgendwas gegen Eis? Das habe ich sogar schon. Könnte man drauf machen. Gut, der hat aber auch nicht alles. Ja, nee, dann. Oh, warte mal. Warte. Gratis Probenküste. Das vergesse ich jedes Mal bei den Händlern. Und ich müsste die auch mal aufmachen wieder. Kisten, Schatzkisten. Sind da immer noch die Steine drin? Jupp. Voll. 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 Wir haben ganz viele Sprengfallen. Die Sprengfallen darf ich echt nicht mehr machen. Also, die Dingsfallen kann ich nicht mehr. So, das sind wir auch voll. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Na gut. Also Fallen brauche ich nicht mehr nachzubasteln. Alles klar. So, das Feuer haben wir. Metallscherben rum, okay. Ein bisschen hochgewachsen, kleine Banuk, oder Kleine? Es ist schon erstaunlich, was sie mit Maschinen anstellen. Bin keine Banuk. Ich kann einfach nicht schlafen. So, wie ich habe ich da mein hoch? Bett von einer Kaja gekauft. Es ist genau wie sie. Viel zu weich. Ich würde gerne mal einen mit Eren trinken. Endlich mal ein Mann, der weiß, wie man das Leben genießt. Die kennen Eren, okay. Ach, da. Oh ja, Treppe, ne? Wie komme ich da hoch? Hm, weiß ich auch nicht. Mal hat ein bisschen grauhaarig kommt. So, wie sieht's denn hier aus? Wer hat hier eine Quest? Erstmal hat hier jemand Loot. Du hast eine Quest. Petra. Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ja. Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Wer will euch wo rausdrängen? Schrottplatz? Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind. Dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz. Die Osram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein. Nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Okay, die Alten. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht.
Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Aber es heißt ja nicht, dass alles schlecht gewesen ist. Du bist also Schmiedin? Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Bürokratisch. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Okay, irgendwie mag ich sie. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Warum nicht? Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Okay. Worüber reden wir jetzt genau? Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen. Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht. Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Na, Energiezellen? Sie mögen alles, was glänzt. Wir brauchen noch welche. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Eine Halde voll Ärger. Okay. Ach, das Ding meint sie. Okay. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Sieht aus wie von Ratchet und Clank. Die ganzen unterschiedlichen coolen Waffen. Oh, das ist aber nicht so gut, ne? Okay, eine Halde voller Ärger. Was haben wir denn da? Das ist was, genau? Ist es eine Nebenquest oder? Ja, es ist eine Nebenquest. Stufe 17, ja gut, komm. 194. Ja. Ich weiß nicht, wie viel wir heute noch schaffen, aber das, denke ich mal, können wir machen. Das habe ich mir fast gedacht, dass es Banditen sind. Wie viele Schattenkratzer haben Ersa überfallen? Das müssen viele gewesen sein. Und da sind die Plünderer, ne? Gut, aber Plünderer sind nicht mehr das Problem. Qualm und Schweiß. Daran erkennt man einen guten Arbeiter. Ich speichere aber trotzdem vorher nochmal ab und dann gehen wir da mal eben rüber. Und klopfen mal freundlich bei den Nachbarn an. Eins verstehe ich nicht am Sonnenreich. All diese Schnörkel und Verzierungen. Oh, die ganzen Barren, die hier lagen. Arbeitsreiche Tage und ruhige Nächte. So, sind wir denn vorbereitet? Ja, ich denke mal ganz gut. Gucken wir mal, von welcher Seite. Oh, hier sind überall Donnerbalken. Da kommen wir nicht hoch, ne? Hm.
Kommen wir da überhaupt hoch? Warte mal. Da drüben ist. Ist das eine Brücke? Oh, wir laufen jetzt gerade falsch, wenn das die Nachbarn sind. Warte mal, dann müsst ihr eigentlich gegenüber. Ui. Okay, ist das eine. Oh, ein Auto. Aber was ist das hier mal gewesen? Plünder auf unserer Seite könnten wir auch machen, ne, wenn wir da so rankommen. Hier streifen viele Plünderer herum. Ja. Ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Hm. Gut, er bleibt halt in seinem Revier. Ach Mist. Gesundheit, ja toll. Ist hier noch irgendwas zum Scannen? Was ist das? Ist ja auch wie vom Flugzeug oder sowas. Das wollte auch irgendjemand abschleppen mit der guten alten Baummethode. Wie kommen wir denn da rein? Irgendwie da hoch. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. Hm. Da können wir durch.